nicht alles glauben, was man hört. Da muss man auch mal zuhören. Ach, erzähl mir nicht sowas. Von mir erfährt keiner was. Wie sieht's aus? Du kommst wohl nicht von hier, was? Mach dir nichts draus, ich auch nicht. Wo hast du dich vorher rumgetrieben? In den Wäldern, dort habe ich Scavenger und Wölfe gejagt, zusammen mit ein paar anderen Jägern. Das habe ich schon immer gesagt. Aber das habe ich aufgegeben. Ich weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben soll. Die Zeiten sind gefährlich. Da draußen läuft viel zu viel Gesindel rum. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist doch schon lange bekannt. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hey! Das habe ich schon immer gesagt. Wo kann ich die anderen Jäger finden? Ganz deiner Meinung. Wir hatten unser Lager draußen in der Nähe der Taverne. Auf halbem Weg zu Onas Hof. Ich glaube da nicht dran. Aber ob jetzt noch einer im Lager ist, weiß ich nicht. Das war doch klar. Bis vor einigen Tagen waren wir noch zu zweit hier in der Stadt. Mein Freund Troka ist ein hervorragender Jäger. Das kann nicht ewig so weitergehen. Das kann doch nicht wahr sein. Er redet einfach zu viel. Wo ist dein Freund Troka jetzt? Tja, das ist eine merkwürdige Geschichte. Erst bis vor einigen Tagen noch standen wir beide an der Theke in Koragons Taverne und sprachen über die Jagd. Frag mich nicht, was dann passierte. Ich hatte schon einiges getrunken. Ich weiß nur noch, dass Troka sagte, er wolle eben ein paar Sumpfkrautstängel besorgen und kam nicht wieder. Wird sich das jemals ändern? Das war doch klar. Wo bekommt man den Sumpfkrautstängel? Er sollte lieber den Mund halten. So viel ich weiß, irgendwo am Hafen. Meine Meinung will ja keiner hören. Hast du nicht nach ihm gesucht? Das ist doch nicht kein Geheimnis mehr. Aber ich hab's der Miliz gemeldet. Die haben ihn aber auch noch nicht finden können. Will nicht hoffen, dass ihn ein Wolf angefallen hat oder noch Schlimmeres. Ich hab Angst, dass ich eines Tages bei der Jagd über seine Leiche stolpere. Ich fürchte, das würde ich nicht verkraften. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Bosper sagte, du hättest für ihn gearbeitet. Ja, hab ich. Aber ihn haben nur seine scheiß Fälle interessiert. Ich hab ihm gesagt, wie gefährlich es da draußen geworden ist. Er hat mir gar nicht richtig zugehört. Naja, immerhin hat er gut gezahlt. Darüber konnte ich mich nie beklagen. Kannst du mir sonst noch etwas über ihn erzählen? Alles nur geredet. Mir hatte das nicht. Letztens wurde Bosper einer seiner Bögen gestohlen, am helllichten Tage. So ein Typ ist einfach bei ihm reinmarschiert und hat sich einen Bogen mitgenommen. Die Diebe werden auch immer dreister. Das habe ich noch gar nicht gewusst. Man darf halt nicht alles glauben. Kannst du mir etwas über die Jagd beibringen? Ich kann dir beibringen, wie du dich richtig anschleichst und wie du mit dem Bogen umgehst. Das hast du nicht gewusst. Irgendwann muss das ja so kommen. Das habe ich schon immer gesagt. Was ist, wenn wir zusammen auf die Jagd gehen? Ich habe mir das schon gedacht. Zu zweit ist es nicht mehr so gefährlich, das stimmt schon. Verstehst du denn was vom Jagen? Ich weiß gar nicht. Ich meine, weißt du, wie man Tieren das Fell abzieht? Ja. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Aber ich will 50 Goldstücke sehen. Dafür kannst du dann die Felle behalten und an Bosper verkaufen. Ist ein fairer Deal, oder? Ich hätte das anders gemacht. Von mir hatte das später. Nicht. Das war keine große Sache. Ach, erzähl mir nicht sowas. Von selbst ist er da nicht raus. Ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Ab sofort wird Lord André den Oberbefehl für unsere Miliz übernehmen. Mach mal Pause und trink mal alle einen kühlen Bürger dieser Stadt, Bier. Die über kämpferische Fähigkeiten verfügen, werden hiermit angehalten, der königlichen Miliz beizutreten. Das darfst du kein. Das ist selbst nicht mehr darauf gekommen. Was machst du hier? Wüsste nicht, dass dich das was angeht. Hau ab! Ich hätte das wirklich nicht mein Problem. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Meinst du, mir geht es besser? Das habe ich schon immer gesagt. Merkwürdig. Es scheint mir so, als wäre ich dir schon einmal begegnet, Reisender. Nun, groß sind die Geheimnisse von Zeit und Raum. Oh, verzeih mir meine Unhöflichkeit, Sohn der Geduld. Ich habe dich noch gar nicht begrüßt. Willkommen, Freund. Nimm Platz auf meinen bescheidenen Teppichen und genieße in Ruhe einen Pfeife. Wer bist du? Mein Name ist Abu Djin ibn Jadir ibn Umar Khalid ben Hajj al-Sharishi. Ich bin Seher und Weissager, Sterndeuter und Tabakanbieter. Was für ein Kraut bietest du an?
Meine Pfeifen sind gefüllt mit würzigem, erfrischendem Apfeltabak. Du darfst dich jederzeit bedienen, Sohn der Abenteuer. Sag mir nicht, du hast es. Hast du auch anderen Tabak? Ich stelle nur den besten Tabak zur Verfügung. Diese Apfelmischung ist eine Symphonie aus meiner Heimat, den südlichen Inseln. Aber natürlich bin ich jederzeit bereit, anderen Tabak auszuprobieren, sofern es jemandem gelingt, einen wirklich guten Tabak herzustellen. Wie geht das? Nimm als Grundlage meinen Apfeltabak und dann versuche, ihn mit einer anderen Zutat zu kombinieren. Das machst du an einem Labortisch, vorausgesetzt, du beherrschst die Grundkenntnisse der Alchemie. Woher bekomme ich Apfeltabak? 2 Portionen gebe ich dir, magst du damit in deiner Weisheit tun, was immer du willst. Wenn es dich nach mehr verlangt, dann necke deine Schritte zu Zuris, dem Meister der Tränke. Er stellt diesen Tabak her und verkauft ihn auch. Ich habe was anderes gehört. Kannst du mir eine Weissagung geben? Meine Dienste stehen dir für bescheidenen Lohn zur Verfügung, o Vater der Großzügigkeit. Wie viel willst du haben? Für bescheidene 25 Münzen werde ich für dich einen Blick in die Zeit riskieren. Doch bedenke, die Zukunft ist immer ungewiss und ich bin nur in der Lage, Bruchstücke aus der Zeit zu erfassen. Erzähl mir von der Zukunft. Gut, Suchender des Wissens. Ich werde mich nun in Trance begeben. Bist du bereit? Orks. Sie bewachen einen Zugang, ein alter Stollen, das Tal der Minen. Männer mit strahlenden Rüstungen. Ein Magier, dein Freund ist bei ihnen, er wartet auf dich. Feuer! Ein Angriff, ein mächtiges Wesen. Die Flammen, viele werden sterben. Was ist das? Eine Stadt, Ruinen, Quahotron in Jakendar. Er wird gerufen. Quahotron in Jakendar. Tut mir leid. Die Vision ist vorüber. Ich sehe nichts mehr. Ich wundere mich über gar nichts mehr. Kannst du mir noch eine Weissagung geben? O Sohn der geheimnisvollen Zukunft, es ist mir nicht möglich, den Schleier der Zeit zu lüften. Erst wenn die Zeit mir ein weiteres Zeichen schenkt, kann ich wieder für dich sehen. Wann wird das sein? Wenn die Zukunft zur Gegenwart geworden ist und du deine Reise fortgesetzt hast. Da kannst du dir nichts dran ändern. Hört ihr Bewohner von Korinis. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Aufgrund der allgemeinen Lage zu eurem eigenen Schutz sind die Wälder und Wildnis in der Umgebung der Stadt zu meiden. Des Weiteren ist jeglicher Kontakt zu den aufständischen Bauernschaften in den umliegenden Gebieten strengstens untersagt. Ich erledige die Botengänge für die Magier und auch die Paladine. Ich habe die 3 Wirte in der Stadt mit Wein aus dem Kloster versorgt. Wer sind die 3 Wirte? Das ist zum einen der gute Mann hier hinter dem Tresen. Dann gibt es noch Coragon, der seine Taverne am Tempelplatz hat, und Cardiff, der Wirt von der Kneipe im Hafenviertel. Was kannst du mir über das Kloster erzählen? Wir Novizen suchen Erleuchtung im Gebet zu Innos und lernen von den Magiern die Grundsätze des Glaubens. Wir dienen ihnen, so wie wir Innos dienen, und bereiten uns auf den Bund mit dem Feuer vor. Du hast es nicht gewusst. Bring mich zum Kloster. Vergiss es. Weißt du, wie viel Viechern ich auf dem Weg ausgewichen bin? Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen, Wölfe und Goblins denke, dann bin ich froh, dass ich nicht mehr weg muss. Außerdem kannst du eh nicht ins Kloster. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern, Paladinen und Novizen erlaubt. Ich hätte das anders gemacht. Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den tiefen Wunsch verspürt. Hey, sag mir einfach nur, was die Bedingungen sind. Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Sag mir nicht, du hast das nicht gewusst. Wo soll ich so viel Gold hernehmen? Da du offensichtlich niemanden kennst, der das mal eben für dich bezahlt, musst du halt arbeiten gehen. Er sollte lieber den Mund halten. Woher kriege ich ein Schaf? Von den Bauern natürlich. Aber umsonst wirst du das nicht bekommen. Sich das jemals ändern? Hört ihr Bewohner von Korinis.
Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Die Sicherheitsmaßnahmen zum Schutz des oberen Viertels... Ach, erzähl mir nicht sowas. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Er erzählt alles weiter. Verdammt! Du kommst mir gerade recht. Ich suche noch einen Assistenten für ein magisches Experiment. Du willst doch bestimmt der Wissenschaft einen Dienst erweisen. Immer langsam. Sag mir erstmal, worum es geht. Ich habe einen neuen Zauber entwickelt. Einen Zauber des Vergessens. Ich konnte bereits einige praktische Anwendungen durchführen, aber mir fehlt die Zeit für einen abschließenden Test. Was habe ich davon, wenn ich dir helfe? Ich kann dir das Brauen von Tränken beibringen. Ich kenne die Rezepte von Heilungs- und Mana-Essenzen und Geschwindigkeitstränken. Erzähl mir mehr über das Experiment und den Zauber. Der Zauber dient dazu, dass der Betroffene verschiedene Ereignisse wieder vergisst. Bisher konnte ich nur feststellen, dass er funktioniert, wenn der Betroffene verärgert ist, also wenn er gerade bestohlen oder niedergeschlagen wurde. Auch wenn er eine solche Tat nur gesehen hat, wird er sie wieder vergessen. Heißt das, ich soll irgendjemanden niederschlagen und dann verzaubern? Das macht dann wohl nur Sinn, wenn derjenige nach der Schlägerei wirklich verärgert ist. Hier im Hafenviertel sind Schlägereien nichts Ungewöhnliches, also müsste ich mir schon woanders ein Opfer suchen. Ja, ich denke, du hast verstanden, worum es geht. Aber um jemanden zu verärgern, reicht es, wenn du ihn angreifst. Du musst ihn nicht niederschlagen. Bevorzugt dafür sind Leute, die alleine sind. Wenn noch weitere Personen anwesend sind, kriegst du nur Probleme mit Lord André. Und es macht wenig Sinn, den Zauber auf jemanden zu sprechen, der dich gerade angreift. Warte auf den richtigen Augenblick. Okay, ich teste den Zauber. Dann nimm diese Spruchrolle und such dir ein geeignetes Versuchsobjekt. Wenn du die Sache erledigt hast, komm zurück und erzähle mir, wie es gelaufen ist.